Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die und ich bin hier immer natürlich noch bei meinem Bunker, und ich muss dazu sagen, ich habe diese Folge nämlich direkt nach der letzten auf, das heißt, falls ihr mir geschrieben haben solltet, wie ihr das findet mit dem Bunker, dann habe ich hier halt eben schon ein bisschen weitergearbeitet. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, insofern... Insofern könnt ihr mir natürlich immer noch schreiben, wie ihr das findet. Und ich werde hier erstmal... Was ist das? Ach, ein Wildschwein. Ups, das war gut. Warte mal, ich gebe mir mal kurz das Messer. Ja, mein Kleiner. Tada! Siehste? Und zack, und sofort gleich ein Schwein abgegriffen. Hier liegt einem plötzlich so ein Viech rum. So, das können wir eigentlich gleich mal auseinandernehmen. Zerlegen. Habe ich gar nicht gesehen, dass hier ein Zombie liegt. Das ist ja witzig. Und gut, dass es ein toter Zombie war und kein halblebendiger Zombie. So. Hier will ich mir noch mal kurz einen Hedge hinbauen, damit mir da nicht die Zombies gleich reinfallen. Hedge... Warte mal, wir suchen das mal hier oben. Holzklappe, okay. Holzklappe, wieder was gelernt. Fertigen. Noch 7 Sekunden, 1 Sekunde. Bisschen Holz haben wir, dann können wir die auch gleich aufwerten. Und wir brauchen ja eh noch ein bisschen Holz, um uns dann eine Leiter reinzubauen. Aber wie gesagt, ich will mich da auch noch nicht groß reinbauen. Ich will jetzt erstmal nur dafür sorgen, dass wir hier zügig reinkommen. Warum baut er die denn jetzt da? Das finde ich etwas ungünstig. Wie ist denn das eigentlich? Warte mal, ich will mal eins probieren. Simple Rotation. Nein! Das war äußerst bescheiden. So. Nochmal das Ganze. Also setzt er das so, aber es ist ja auch doof. Woller Fan. Ich will die oben drauf haben. So, macht das on face. Nee, war das auch verkehrt? On face. Ah, das ist aber auch elend. Das ist ja elend. Warte, ich glaube, wir brauchen irgendwie ein bisschen normales Holz. Holen wir uns mal ein Bäumchen. Dass wir uns da mal ein Frame setzen können, dass er sich daran orientieren kann. So, noch ein Stückchen. Ja, ich weiß. So. So, dann machen wir noch einen kleinen... Obwohl, ein Frame... Ach, ich bin ja so blöd. Ich hätte ja auch ein Frame hier nehmen können. Egal. So. 2 Hedges. Wo haben wir jetzt 2 Hedges? Hatte ich 2 gecraftet? Sieht so aus. Warum kann ich jetzt hier... keine Hedge setzen? Das finde ich ein bisschen... bescheuert. Weil hier setzt er sie ja offiziell ja drauf. Das ist ja nicht das Problem. Warte mal, machen das anders. Hier oben setzt er sie drauf. Alles klar. Warte mal, machen wir es mal so. Setzen wir erstmal da ein Frame drauf. So. Okay, dann müssten wir eigentlich... Da fällt das Ding runter. Ich glaub's nicht. Ich glaube es nicht. Das ist ja auch doof. Warum? Warum tut er das? Warum macht das? Warum kann ich hier keine Hedge draufsetzen? Ich versuche mal eine Sache. Warte mal. 3000 ist aber auch heftig, ey.
Kann das vielleicht sein, dass sie die Blöcke falsch gesetzt haben? Dass sie nach außen quasi, obwohl das ist ja eigentlich Blödsinn, das sind ja Quadratblöcke. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass sie die falsch gesetzt haben. Normalerweise müsste das halten. Verstehe ich nicht. Warum er das nicht hält, das verstehe ich nicht. Wir versuchen es einfach mal. Ich werde nochmal einen Holzblock hinsetzen, werde den nochmal einmal aufwerten und werde versuchen, da nochmal eine Hedge gegenzusetzen. Das muss ja irgendwie, muss es ja funktionieren. Irgendwie muss das Ganze ja funktionieren. So. Da setzen wir jetzt die gegen. Naja, irgendwie muss das doch gehen hier, sag mal. Ich meine auch, das Problem schon mal gehabt zu haben, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das gefixt habe. Das finde ich jetzt doof. Gut, dann machen wir das erstmal so. Ja. Dann machen wir hier vielleicht nochmal, bauen wir vielleicht hier nur so einen Turm oder sowas drauf oder einfach nur so einen Aufgang. Und den eigentlichen Zugang bauen wir dann hier übers Haus. Anders können wir das ja gar nicht machen. Oh. Da ist ein Schläfer dran. Problem ist, wenn wir jetzt hier bauen, bedeutet das natürlich, dass wir unter Umständen auch unten im Bunker. Wir müssen uns das mal mit den Schläfern angucken. Wenn hier zu viele Schläfer wohnen sollten, dann müssen wir mal gucken. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, dass dann irgendwelche Schläfer bei mir in der Wohnung immer auftauchen. Das würde ich ein bisschen bescheuert finden. Müssen wir mal gucken. Vielleicht. Oh, Compound-Bogen. Sehr gut. Nee, aber dann müssen wir mal gucken. Das fällt mir jetzt gerade erstmal so ein mit den Schläfern. Da müssen wir dann tatsächlich mal sehen, ob es sich lohnen würde, hier reinzugehen. So, da können wir da rein. Müsste der Zugang hier sein. Ja, wir müssen uns erstmal ein bisschen mit dem Bunker beschäftigen. Obwohl ich es ehrlich gesagt ein bisschen affig finden würde, wenn der Bunker. Naja, gut, wenn der Bunker besiedelt. Wir müssen mal gleich mal gucken, was die Schläfer sagen. Ja, toll. Machen wir mal die Mitte auf. Das müssten dann eigentlich die drei sein hier. Wir machen das immer davon abhängig. Also wenn da zu viele Schläfer unten gleich im Bunker sein sollten, dann überlege ich mir das vielleicht nochmal, weil wenn wir die Schläfer nicht rauskriegen können, dann ist das doof. Dann wäre das in der Tat doof. War da gerade jemand? Schon wieder 16 Uhr. Ich sehe das schon kommen, dass wir hier übernachten müssen. Würde ich jetzt zwar jetzt nicht so schlimm finden, aber. So, gesperrt natürlich. Und ich mache schon ordentlich Lärm. Also, wenn wir hier dann Schläfer hätten, hätten die eigentlich schon längst angreifen müssen. Oder zumindest aufwachen müssen. Ich weiß jetzt gerade nicht. Ich meine, wenn das jetzt nur dieser eine Schläfer oben gewesen wäre, in dieser Hütte, hätte ich damit ja gar kein Problem. Mal kurz hören. Obwohl, das würde ich schon ganz schön fies finden, wenn sie für dieses Areal, beziehungsweise für den Bunker, wenn sie das so eingestellt hätten, dass sie auch Schläfer drin spawnen. Weil das macht dann eigentlich so im Bunker auch gleichzeitig wieder so ein bisschen zunichte. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir hier drin gleich Schläfer finden werden. Aber ja, gut. Alles kann, nichts muss. So, wir haben es gleich. Zumindest die erste Stufe. Und nochmal das Ganze. Oh, oh, oh. Müssen wir jetzt aber durch. Ich will auf jeden Fall sehen, was da drin ist. Gut, ich denke mal, das wissen wir. Aber ich will zumindest mal schauen, ob da Schläfer drin sind. Wenn da keine Schläfer drin sein sollten, dann werden wir auch auf jeden Fall, hier einziehen.
Ja, ich weiß. Wir werden gleich, ich glaube, ich werde hier die Nacht im Dorf verbringen. Ich werde hier gleich noch ein bisschen rumluden. Dann wollen wir hoffen, dass wir vielleicht in den einzelnen Häusern noch was zu futtern finden. Und dann werden wir hier einfach übernachten, fertig ist. Aber wenn hier Schläfer drin gewesen wären, dann wären sie. Habe ich gerade was gesagt? Habe ich gerade was gesagt? So irgendwie. Kann man da jetzt durchschießen? Nee, ne? Ne, kann ich natürlich nicht. So eine Sauerei. Jetzt wartet der kleine Sack da, weißt du? Scheiße. Was machen wir denn da? Ein Schläfer war jetzt hier dran. Gucken wir hier nochmal schnell rein. Waschmaschine. Oh! Oh, und gleich runter mit der Rübe. Noch einer? Okay. Auch echt jetzt. Nein! Das ist natürlich jetzt doof. Das sind jetzt mehr Schläfer, als ich mir gewünscht habe. Aber ich würde hier so gerne im Bunker leben. Ja, gerne ist gut, gerne ist relativ. Aber es wäre echt geil. Ich meine, wir hätten hier eine schöne Basis, auf jeden Fall. Uiuiui, hallo. Komm mal her. Oh, echt jetzt? Gut, also Fakt ist auf jeden Fall, wenn wir hier leben wollen würden. Ich meine, vielleicht hat einer von euch jetzt mal Erfahrung, wie das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Bunker jetzt hier mein Lager aufschlagen würde. Ich würde jetzt hier irgendwo meinen Schlafsack setzen. Inwieweit würden hier Schläfer hier drin spawnen? Weil ich glaube, es gibt für einen bestimmten Radius gibt es tatsächlich so einen Spornschutz, einen Spornschutz. Da ist ja noch ein Schläfer. Ein Kriechner-Schläfer. Und so wie ich das höre, ist da noch ein zweiter. Ich glaube, das mit dem Bunker können wir vergessen. Das mit dem Bunker können wir wohl leider vergessen. Schade. Och, Mann. Na, komm her. Hier bin ich. So. Das ist natürlich schade. Ganz gewaltig schade. So. So, geräumt haben wir ihn auf jeden Fall. Aber das bringt es natürlich nichts. Wir haben jetzt zwar erstmal einen Augenblick Ruhe. Aber das Problem ist halt, dass wir hier drin nicht leben können. Ich glaube, wir haben mit dem Schlafsack, glaube ich, 15 Block Schutz oder so kann das sein. 15 Block Spornschutz, ich meine meinem Spornschutz. Und das heißt, die Schläfer würden immer wieder hier drin aufwachen. Also das ist natürlich echter Müll. Das ist echt Kacke. Das ist der nächste Schläfer. Ach, doch, das können wir vergessen. Yeah.
Das können wir massiv knicken. Schade, ich habe mich echt gefreut. Was zu essen hat dabei, sehr gut. 18 Uhr haben wir es. Wir kommen sowieso nicht mehr zurück. Ich würde sagen, na, wollen wir uns hier drin erstmal verbarrikadieren. Über Nacht zumindest. Aber ich weiß nicht, wie lange die Zombies hier nicht mehr wieder spawnen. Ich denke mal, ich glaube, die Rede war mal von mehreren Tagen. Kann das durchaus sein. Was hier los? Ach so, ich glaube nur, die Zombies fallen auseinander. Das nischt. Das ist natürlich schade. Da hatte ich jetzt aber auch gar nicht an die Schläfe hatte ich gar nicht gedacht. Oh, Kartoffeln, sehr gut. Oh, Grillrost, auch sehr gut. Oh, eine schöne Wrench. 288er. Die können wir mal mitnehmen, können wir gleich scrappen. Das nehmen wir natürlich mit. Farbe nehmen wir mit. Ah, das ärgert mich mit dem Bunker. Ich hätte hier so gerne eine Basis aufgebaut, aber wahrscheinlich ist das genau auch der Grund dafür, dass man eben hier genug Schläfer drin hat, damit man eben halt hier nicht unterkommt. Ich meine, man kann hier natürlich unterkommen, so ist es ja nicht, aber wir müssen halt damit rechnen, dass selbst wenn wir hier eine Basis bauen, dass hier immer wieder Schläfer in unserer Basis spawnen. Und das finde ich auch nicht so richtig schön. Das finde ich doch relativ mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was haben wir hier? Paint den Fuchs, also Fox. Dies ist hier, um eine neue Materialgruppe im Fahrmenü freizuschalten. Ja, dann lesen wir die doch mal. Haben wir eine Waschmaschine drin? Stoff. Was können wir eigentlich mal zerlegen? Wohlbefinden. Ja, das kann ich verstehen. Essen. Eine Kartoffel. Die können wir eigentlich mal... Können wir die nicht zerlegen? Rezepte? Doch. Meine ich doch. Können wir die nämlich gleich stacken? Das ist jetzt echt schade. Hatte ich aber, wie gesagt, als ich oben dann die Luke freigeschlagen habe, habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass hier natürlich noch Schläfer drin sein können im Bunker. Das ist natürlich schade. Das ist echt schade. Ich glaube, ich werde mir erstmal ein bisschen Holz organisieren. Haben wir noch Holz dabei? Ein bisschen haben wir da. Bisschen Holz haben wir da. Ja, ist echt schade. Ist echt schade, weil wir hätten so ein wunderbares, eine wunderbare Basis gehabt. Aber so. Wo ist eigentlich meine Axt hin? Da. Schade, 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 schade. Ja, oder wir riskieren es, aber ich glaube nicht, dass wir da glücklich werden mit. Also. Ich meine, man könnte natürlich trotzdem Haus draufsetzen und das Risiko eingehen. Man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass im Keller, also sprich im Bunker, immer irgendwie irgendwelche Zombies rumwackeln könnten. Und da muss man natürlich dann sehen, dass man die dann rechtzeitig ausschaltet, wenn sie spawnen. Das ist auch noch nicht die Stadt, wo wir eigentlich hin wollten. Guck mal da hinten. Guck mal, da hinten geht es auch noch weiter. Hier haben wir eine Stadt, da haben wir eine Stadt und hier hinten scheint eine Stadt zu sein. Da, guck mal. Entweder ist da hinten ein Händler oder ist es auch Industrie. Müssen wir uns mal angucken. Können wir am nächsten Tag mal machen. Ach, ist echt schade. Also ihr wisst, was ich meine. Dass man quasi hier oben drauf halt, wie ich das schon so vorher sowieso geplant habe, hier oben drauf ein Gebäude setzen.
Da können ja keine Zombies spawnen, aber unten im Keller natürlich, im Bunker. Und da müsste man natürlich dafür sorgen, dass die Zombies rechtzeitig ausgeschaltet werden, damit die einem nicht auf die Nüsse gehen. Aber ja, ich weiß nicht, also. Ich glaube, das wäre nicht so die richtige Wahl. Dann baue ich mir lieber selber einen eigenen Bunker, also. Können wir nicht Farbe essen? Wahrscheinlich nicht. Ach, Mist. Mist, 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 Mist. Ärgert mich echt tatsächlich ein bisschen jetzt, weil ich habe mich echt drauf gefreut. Ich dachte mir, ja, geil, Bunker. Kannst du richtig schön, hast du erstmal schön eine gute Verteidigung für Tag 14. Aber Essig. Aber gut, ich würde auf jeden Fall trotzdem erstmal auf eure Kommentare warten. Es kann ja sein, dass einer von euch sagt, nee, Moment, ich habe auch im Bunker gebaut und es ist alles gar kein Problem, sobald du da einen Schlafsack setzt oder da irgendwas baust, da sind die ganzen Schläfer weg. Kann ja sein, dass es vielleicht so kommt. Schauen wir mal. Ihr könnt mir ja mal schreiben in den Kommentaren. Ein Hinweis wäre da echt super, weil es wäre so schade, es wäre so. Was war denn hier? Ich suche. Achso, es wäre wirklich so massiv schade, wenn wir hier einfach den Bunker einfach so lassen, wie er ist. Also, wenn wir hier nichts machen könnten. Das wäre so Sünde wäre das einfach nur. Aber nützt ja nichts. Wenn wir nicht die Möglichkeit haben, dann ist das halt so. Man könnte es riskieren, aber ich weiß nicht, ob ich es riskieren wollen würde, weil wenn hier ständig irgendwelche Schläfer spawnen, so ganz geil finde ich das jetzt auch nicht. So, ich will hier erstmal ein paar Holzrahmen craften, vielleicht mal so 10 an der Zahl. So. Bam, 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 bam. So will ich das sehen. Will mich hier erstmal den Eingang so ein bisschen blocken, damit die gar nicht erst auf dumme Gedanken kommen, die Zombies. So. Nein, ich will eigentlich dahin. So, einmal. Da hinten brauche ich, glaube ich, nicht, weil nach unten können sie nicht schlagen. Aber hier vorne möchte ich ganz gerne noch Blöcke reinsetzen. So, erstmal. Nein. So. Einfach erstmal so, damit wir hier einen kleinen Safe Point haben. Dann können wir nämlich hier in der Zwischenzeit nochmal wieder ein bisschen rumlooten. Weil wir haben hier auch schon überall reingeguckt, ne? Davon mal abgesehen. Also, so was Tolles haben wir jetzt hier auch nicht gefunden. Ein bisschen Wasser. Ja, und Gläser. Also das ist schon nicht verkehrt, was wir mittlerweile schon an Gläsern gefunden haben. Müllpresse. Ich glaube, ich werde mich erstmal ein bisschen ruhig verhalten. In der Hoffnung, dass sie sich gleich verpieseln, dass sie dran vorbeilaufen. Sonst haben wir gleich Geburtstag. Weil gleich haben wir nämlich auch, gleich haben wir Nacht. Das wird nicht allzu spaßig. Na, vielleicht laufen sie nur über den Hinterhof. Weil hier, da ist nämlich, da geht's in den Hof rein. Also hier ist der komplette Hof. Und die sind irgendwo da im Gange. Halten wir uns erstmal ein bisschen ruhig, würde ich sagen. Aber wir sind sowieso noch am Ende einer Folge. Insofern, ja, werde ich hier erstmal ausharren, erstmal hier für mich hin sitzen. Und ja, ich hoffe, es euch hat es ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Durchhalten. Und wie gesagt, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was mich denn erwarten würde, wenn ich jetzt hier tatsächlich bauen würde, wenn ich tatsächlich jetzt hier irgendwo beim Bunker bleiben würde. Weil, wie gesagt, wenn wir hier nachher keinen Schläferspawn haben, wovon ich mal nicht ausgehe, dann könnten wir durchaus den Bunker nutzen. Ja? Aber das müssen wir sehen. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Dabeisein und wir sehen uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Macht's gut. Tschüss.